aufpassen, ey. Ach ja, da ist der. Toll, toll, danke. Komm hierher, du. Ich dachte schon, ey, wenn er jetzt... Alter, dein Ernst. Steig ein, du Arschloch. So. Oh, da ist ein Reifen. Are you on drugs? Ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Oder ich weiß es nicht. Oh, wow, das war... Ich soll nicht so rüberlenken. Das geht ja nicht klar. Okay, wir fahren Richtung Zielgerade. Wobei wir jetzt natürlich gleich wieder von irgendwelchen wildfremden Leuten angeschossen werden. Der Wagen fängt an zu brennen, ich steige aus und die Mission ist gescheitert, weil wir nur 30 Sekunden haben. Danke. Danke, Spiel. 26, 25. Nein, 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 verdammt! Ach Gott! Alter, dein Ernst. Okay, jetzt werden wir angeschossen, jetzt werden wir angeschossen. Sieben. Sechs. Fünf, vier, drei. Komm, komm! Ja! Ach, na endlich, Alter. Ja, drei Sekunden, bis mein Flieger geht. Die Musik passt einfach toll. Nee, im Ernst. Oh, Gott sei Dank. Du musst in der Garage ein Race Auto mit der Waffe holen. Bla bla bla. Und wir fahren jetzt einfach wieder durch die Brücke zurück. Ich denke, die Folge wird jetzt, die beiden werden etwas länger sein, aber das ist ja nicht allzu schlimm. Okay. Oh, ich bin jetzt echt davon ausgegangen, dass wir es nicht schaffen. Das war ja fast so knapp wie die eine Mission da mit dem Typen. Wie ist er? Als wir, Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade sagen will. Ich habe keine Ahnung. Diese eine Mission. Ich komme gerade nicht klar. Ich kann gerade nicht richtig denken. Warte, vielleicht lässt man noch ein. Dumm, 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 dumm. Ich sollte mal auf den Bildschirm gucken. Ich habe eben so die Augen nach oben gedreht. Dumm, dumm. Nö, ich komme gerade nicht drauf. Na, auf jeden Fall diese eine ganz knappe Mission. Das war fast so knapp. Alter, drei Sekunden noch genau, Spiel, danke. Ich dachte, ich krieg gleich einen Hänger, wenn ich das nicht geschafft hätte. Das hättet ihr aber gewusst. Ich wäre jetzt schon gestresst wie sonst was. Oh, okay. Da ist schon wieder dieser... Alter, halt an und lauf. Lauf um dein Leben. Oh Gott. Ah. Yeah. Oh nein, 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 nein. Nein, jetzt. Tolle Massenkarambolage da vorne übrigens. Yeah. Oh mein Gott. Okay, okay. Das wäre doch gelacht. Also ihr lacht mich jetzt wahrscheinlich aus, weil ich so lange gebraucht habe, aber... Mein Gott. Schaden kann's ja nicht. Naja gut, eigentlich doch. Zieh das Let's Play in die Länge. Bin auf jeden Fall schon auf die nächsten Teile gespannt. Das rede ich eigentlich schon von denen, wir sind immer noch bei dem hier. Muss ich aber ehrlich sagen, auf den vierten freue ich mich doch mit am meisten. Weil es war so mein erster Teil, den habe ich auch als einzigen bisher durchgespielt. Und ja, da bin ich schon... Da kommen alte Erinnerungen hoch. Das kannst du aber wissen. Ach, da unten. Okay, ach, das wäre dieses Twit-Café. Pass gut auf, meinen... Kugelsicheren. Ah, Patriot auf. Cool. Ray. Wir sehen uns in Miami. Wieder eine kleine Andeutung an Vice City. Geld. Oh, war doch eben noch ein Geldbarren. Okay, weg. Egal. Ich würde mir die Waffen hier eigentlich einfach aufheben.
Oder soll ich die jetzt alle mitnehmen? Was meint ihr? Weil ich sterbe, sind die ja wieder alle weg. Ach komm, egal. Nehme ich jetzt alle mit. Dann fahren wir nach Hause, in die Garage und speichern. So, alles mit. Alter, nice. Hohoho, was wir alles dabei haben. So. Natürlich ein richtig geiler Wagen jetzt. Den fahren wir... Erstmal will ich ins Twit-Café. Jetzt habe ich nämlich ein Scharfschützengewehr und kann das nochmal... Alter, fahr da weg. So. Hier. GTA 1. Hatte ich auch schon gespielt. Einfach unten auf die GTA-Playlist drücken. Also nicht auf die erste, sondern auf die zweite, wenn man die Beschreibung aufklappt. Dann kommt ihr auf eine Übersicht und da seht ihr die ganzen Teile und hier GTA 2. Weil es krass war. Also die Grafik hat sich natürlich schon ziemlich verbessert. Ich glaube, das sollte man hier auch... Naja, werdet ihr jetzt nicht so ordentlich merken. Beide waren zwar noch von der oben Ansicht, also von der Vogelperspektive, aber in GTA 2 war schon alles in 3D gemacht. Also wirklich alles war komplett in 3D quasi gerendert. Aber durch die Vogelperspektive ist das halt nicht so zur Geltung gekommen, aber die Entwickler haben, also Rockstar hat selbst gesagt, dass sie eher auf die Story Wert gelegt haben und aufs Gameplay und nicht so auf die Grafik. Wobei die auch nicht schlecht war, also da kamen schon recht nette Lichteffekte für damals. Und die ersten Teile sind natürlich schon richtig alt, da gab es ja quasi sogar Let's Retro zu. Da sind schon ganz alte Teile. Und ist jetzt noch irgendwo mein Haus? Ja, oh, aufpassen, ich will den Patrioten nicht kaputt machen. Der wird ja repariert in der Garage, ne? Ich glaube ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Oder sollte ich gleich auf die andere Seite fahren? Habe ich denn da eine Wohnung? Haben wir da überhaupt Missionen? Na, ich glaube, jetzt könnte ich ja eh nochmal weiter aufnehmen. Ja komm, nehme ich jetzt noch eine Folge mehr auf. Yeah! Weißt du, ist doch immer so. Ich will immer eine Folge aufnehmen und dann wird es doch mehr. Ja komm, ich stelle den Patrioten jetzt erstmal hier ab. Und dann können wir in dem Notfall irgendwann mal wiederholen. Das sollte ja eigentlich klar gehen. Da haben wir nämlich noch einen richtig geilen Wagen drin. Okay. All day, all night, Liberty City. Und den da. Danke, Ray, mein Freund. Boah, wir haben schon fast 400.000. Auf Tasche. Weißt du, tragen wir immer mit uns rum. Banken sind für Loser. Okay. Oh, doch eine Waffe. Oh, wir sind jetzt richtig heftig gut ausgerüstet. Ey, Leute, wir dürfen jetzt nicht sterben. Ich fahre jetzt extra nochmal Ammunition vorbei. So. Dann dauern wir zur Schutzweste und dann fahren wir nochmal durch den Tunnel. Oder wir fahren zum Dings hier. Wie ist er? Das D. Ich komme auf den Namen nicht. Toll! Donald Love ist er, genau. Muss ich mir überlegen, irgendwas mit D und dann, hä? Was ist hier? AM. Na, da will ich nicht hin. Ich will zum Ammunition. Dann gucken wir uns nochmal die Mission bei ihm an. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt schon Missionen auf der anderen Seite oder... Auf der anderen Seite. Komm auf die andere Seite. Wir haben Cookies. So, hier ist Ammunition. Weißt du, den Waffenladen finde ich natürlich sofort. Einfach typisch. So, Schutzweste und Granaten. Dann haben wir hier eine kleine Sicherheit, weil wir haben jetzt echt eine Menge gute Waffen dabei. Okay. Ab zu David Love. Haben wir bei dem schon die Mission mal angefangen gehabt, die jetzt kommt, oder? Es ist eine ganz neue. Bringt natürlich voll viel, wenn ich das gerade euch frage, aber... Würde mich gerade so mal, wow, interessieren. WoW, wow. Ja, okay, ist ja richtig. Na schön, dann bin ich mal gespannt. Aus einer Folge werden drei, die man aufnimmt. Ist ja mal wieder typisch Raffi. So. Maus. You can sail the 7 Sea oder sowas, ne?
Wieder von YMCA Lyrics. Der Flughafenkorb. Schon wieder. Packages, but they were only a decoy. Sorry about that, but that's sometimes the way in business. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the port authorities seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. Aye, aye, Captain, Sir, was auch immer. Okay, also wir können jetzt anscheinend die Brücke nehmen. Ich hoffe mal, dass... Also, ich denke mal, CIA ist jetzt auch weg. Dann erledigen wir das gerade mal. Spricht ja nichts dagegen. Zeit... Ja, doch, passt. Okay. Muss ein bisschen gucken auf die Uhrzeit, aber das dürfte schon klar gehen. Die Brücke. Das ist die alte. Oh Gott, wie muss ich denn jetzt hier langfahren? See you in Miami. Hier drüben ist er, ja. Ja, ja, genau. Okay. Genau, hier kommen wir dann, glaube ich, auch sogar schon direkt hoch. Wenn wir nicht von der Serie abgeschossen werden. Was ich aber nicht hoffen will. Oh. Und. Ja, wir leben. Cool, wir fahren jetzt erstmal über die Brücke hier. Ach, hier kommt das her. Sehr toll. Ach du Heiliger. Okay. Aber geil. Schon richtig geil. Kennt man ja aus Filmen, solche Brücke. Die passt sich exakt an. Ist das nicht schön? Okay, super, dann sind wir auch schon auf der anderen Seite. Ach, hier haben wir gar keine Zeitbegrenzung, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Weißt du, typisch Raffi. Zeitbegrenzung, ach was. Wer braucht denn sowas? One love. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Okay, FDLC. Fire FDLC. Können die Bullen? Nö. Okay. Okay, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Ja. Eins weiter. Muss ich die jetzt töten oder? Ja. Da sind alle unsere Waffen weg und sogar... Ach, toll. Das war jetzt richtig geile Aktion von mir. Super. Oh nee, jetzt muss ich wieder auf die andere Stadtseite fahren. Das ist ja so nervig. Na gut, holen wir uns Wagen. Rummeckern bringt eh nichts. Da kann ich mich ja schwarz ärgern. Wieso ärgert man sich überhaupt schwarz? Kann jetzt mal einer erzählen. Ja, ist ja auch egal. Da war, glaube ich, eine Polizeimarke oder sowas. Aber ist mir jetzt eigentlich auch Schnuppe. Wir fahren mal wieder zum Airport zurück. Von da aus können wir dann den Tunnel nehmen. Und wobei wir jetzt auch die Brücke rübernehmen können. Das ist ja jetzt hier das geringste Problem, rüberzukommen. Das wäre so eine Pille, die alles langsamer macht. Oder? Ja. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt im Spiel, aber nicht beim Autofahren. Ne, es hat wieder aufgehört. Krass. Da ist der Flughafen. Badfellas. Diese Plakate sind auch alles Andeutungen an echte Filme. 69 Street, hahaha. 69, haha. Toll. Oh. Oh, nee. Jetzt muss ich echt jedes Mal wieder rüberfahren. Oder was? Oh, wir hatten so gute Waffen, ey. Wäre ich einfach davor ausgestiegen und hätte einfach mit der Bazooka draufgeknallt oder sowas. Das hätte ja bestimmt funktioniert, aber... Ah, toll. Ganz toll mal wieder. Gemacht von mir.
Aber gut. Wie oft sind wir denn jetzt schon lang gefahren? 6 Mal oder so in der Folge? 7 Mal? Ich habe keine Ahnung. Zählt das? Alter, wie... Ja. Ja, ja, ja. Oh. So fährt man richtig Auto. Na. Weiß ich, dachte, das wird mal eine ruhige Mission. Wir fahren zum Flughafen, holen das Zeug ab, fahren wieder zurück. Aber nee, wir werden sofort mit allen Mitteln angegriffen, weil wir ja nur ein Mann sind. Ist einfach wieder richtig fair. So, na schön. Wehe, du wechselst die Seite. Ah, da muss ich rüber. So macht man das. Okay, okay. Na? Oh. Ja, der Tunnel geht schon lange. So, hier raus. Und jetzt zurück zu Donald. Wunderschöner Name übrigens. Kann ich auch... Ja, es sollte gehen. Alter. Einfach so überfahren, ey. Sah ja krass aus. Mann. Okay. Sollte ich erstmal noch zu Ammonation oder... Was meinst du, lieber Zuschauer? Sollte ich jetzt zu Ammonation? Ja, da hast du recht. Ich sollte zu Ammonation, ne? Du bist ein guter Zuschauer. Bin ich hier richtig? Rechts und dann hier. Ja, okay. Doch, hier in dem Stadtteil finde ich mich doch langsam zurecht. Na gut, nicht bei allem. Ihr erinnert euch an die Brückensuche. Oh Gott im Himmel. Ja, komm jetzt hier ran. Granaten kann man auch reinwerfen. Wegsnipern, alles mit. Oh Mann, wir waren so nah an der 400.000er Grenze. Wir holen uns den anderen Wagen. Der ist nicht mehr richtig fahrtüchtig. Also wenn ich mit so einem Wagen rumfahren würde, das wäre ja nicht so toll. Okay, ab zu Donald. Donald Duck. Wer kennt den nicht? Der hat jetzt ein neues Geschäft hier in Liberty City. Soll ich jetzt nochmal die Mission anfangen oder soll ich hier einfach speichern gehen? Ich glaube, speichern wäre schlauer. Dann machen wir die Mission nächste Folge. Ich weiß, sorry Leute, dass ich jetzt hier wieder nicht so krass überziehe. Sonst überziehe ich wieder und mache noch eine Folge ran und bla. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Daher fahren wir einfach nach Hause. Naja, die Aufnahme war jetzt mit 3 Folgen eher ernüchternd. Nicht wirklich erfolgreich, aber naja, ihr seid es ja nicht anders gewöhnt von mir. Gewohnt. Bla. Oh Gott. Ach, Mann. Das kann doch keiner sofort sehen. Also Nebel, Leute überfahren, das ist ja toll. So, jetzt brauche ich mal eine Aufnahmepause. Hab schon davor ein bisschen was... Scheiße. Aufgenommen. Das nenne ich Service. Nicht. Waffe. Und weg hier. Ah, okay, hat uns nicht mehr erwischt. So, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Da machen wir dann die Mission mit Donald. Ich denke mal, das wird auch die letzte sein. Beziehungsweise sind wir dann wirklich im anderen Stadtteil. Da können wir jetzt schon rüber. Den haben wir jetzt schon freigeschaltet. Aber dann kriegen wir, glaube ich, erst richtige Mission darüber. Da drüben. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann noch ein herzliches Tschüssi.